Damit auch jetzt als Aufzeichnung an dich nochmal einen schönen guten Morgen, schönen guten Tag, schönen guten Abend, wann auch immer du dir die Aufzeichnung anguckst. Wir sind im Positive Monday, unser wunderschönes Format vom Institut für Persönlichkeit. Seit einigen Monaten schon am Start, weil wenn wir rausgucken, dann gibt es genügend Gründe, Zuversicht möglicherweise zu verlieren. Wir sprechen ja immer von dem Thema Inflation, von der Krise, von Jagdflugzeugen und Kampfpanzern und all das, was durch Europa rollt. Und wir wollen positiv reinschauen. Ralf Schmidt an meiner Seite war von Beginn an einer meiner Favoriten hier mit draufzunehmen, weil ich kaum jemanden kenne, der mehr gute Laune ausstrahlt. Denn Ralf ist ja eigentlich ein Tausendsasser. Also kennengelernt habe ich dich unter Willy Wenker, also gar nicht mal unter Ralf Schmidt. Willy Wenker ist ein DJ in bestimmten Szenen, in der GSA zum Beispiel. Da bist du auch sehr ehrenamtlich unterwegs. Du bist ein Tausendsasser zwischen Bühne und Business. Diese beiden Begriffe finde ich eigentlich ganz schön, Bühne und Business. Du bist Moderator, du bist aber auch ein Organisator von hybriden Events. Und als vor 3 Jahren das komische C-Wort in die Welt kam, warst du einer, der gesagt hat, jetzt erst recht nach vorne. Du bist ein Early Bird der Digitalisierung von Konferenzen, du und dein Team. Du bist dazu noch Moderator, Keynote-Speaker, ich würde sagen auch ein Stück weit Berater, weil du halt Menschen oder Organisationen unterstützt, auf die Bühne zu kommen. Das soll reichen. Wer mehr wissen will, guckt einfach mal auf den verschiedenen Webseiten. Ralf Schmidt hat eine, aber auch die Impulspiloten. Hallo Ralf, was habe ich alles vergessen? Du hast viel zu viel gesagt, Markus. Mir ist es total peinlich. Ja, ein Tausendfüßler hat viele Schuhe, ein Tausendsasser hat viele Qualitäten. Hier geht es um Zuversicht heute. Wie verstehst du den Begriff Zuversicht? Was assoziiert da? Sind das andere Begrifflichkeiten? Womit gehst du konform bei diesem Thema Optimismus, Zuversichtlichkeit? Also, was du ganz am Anfang gesagt hast, fand ich ganz witzig, weil ich glaube, meine Frau findet mich gar nicht so zuversichtlich, weil ich dann zu Hause manchmal eher immer herausfordernde Laune habe. Und im Business, meine Geschäftsmann vielleicht auch nicht. Aber ich glaube, in der Öffentlichkeit würde ich manchmal so. Zuversicht ist für mich einfach weitermachen. Also sozusagen also ein Thema zu haben und sagen, das finde ich spannend. Wir machen jetzt einfach weiter. Wir ziehen es durch. Das glaube ich zuversichtlich. Das ist für mich nicht. Hatte ich mal mit jemandem eine Diskussion, es ist für mich nicht dieser dämliche Begriff Kadavergehorsam, dass man sinnlos weitermacht, sondern dass man schon einen Plan hat und da weitergeht. Und das würde ich als Zuversicht sehen. Okay. Beschäftigst du dich mit der Weltlage? Also bist du jemand, der 2-mal am Tag Tagesschau guckt oder NTV auf dem Handy hat? Oder wie gehst du um mit dem, was um dir herum und umherum passiert? Das ist eine super geile Frage. Also bin ich total tief in der Weltlage drinnen, weil das macht dann, glaube ich, aktuell schon schlechte Laune. Ich bin aber auch nicht total oberflächlich. Ich moderiere mal das Deutsche PM-Forum, das Deutsche Projektmanagement-Forum. Und da hatten wir 2020 als Keynote-Speaker Rolf Dobelli. Der hat damals, den kennst du wahrscheinlich, oder kennen wahrscheinlich einige. Und er hat eine total interessante Keynote gehalten über das Thema, dass er null Medien liest. Also er liest überhaupt keine Tagespresse, überhaupt nichts. Und wenn irgendwas Wichtiges passiert, dann kriegt er das schon mit. Das fand ich grundsätzlich einen spannenden Ansatz. Für mich ist der zu viel. Also für mich ist der, sagen wir mal, zu intensiv, überhaupt nicht zu lesen. Aber ich versuche es ein bisschen zu reduzieren, weil wenn du alles immer mitliest, dann glaube ich, dann macht es wirklich schlechte Laune. Ich versuche es immer so auszugleichen, keine Ahnung. 10 bis 15 Minuten am Tag kümmere ich mich um die aktuelle Presse. Ich weiß schon immer, was passiert, was wo in der Welt passiert, aber ich lese auch nicht stundenlang Tageszeitung. Okay. Jetzt begibst du dich ja freiwillig in Situationen, die, sagen wir mal, nicht zu 100% Sicherheit ausstrahlen. Also zum Beispiel vor 2 Jahren hast du als einer der allerersten so einen 24-Stunden-Online-Live-Keynote-Speaking-Event gemacht, weil du wusstest, alle sind zu Hause im Homeoffice und jetzt nehmen die sich alle Zeit. Damit warst du der allererste.
Wie seid ihr da wie kamt ihr auf diese wahnsinnige Idee, das technisch hinzubekommen, und wie lief es dann in der Realität? Dazu habe ich zwei Antworten. Die erste Antwort, ich habe eine Firma zusammen mit Mirja Dayani und Vaya Visaliba, die meine Gesellschaftspartnerin ist. Und zu Vaya hat mal jemand gesagt, den Satz finde ich ziemlich genial: Weißt du überhaupt, wie es in der Komfortzone ist? Und der passt ganz gut, finde ich, zu uns Impulspiloten. Und auf deine Frage zurückzukommen, die Geschichte war, dass wir damals relativ, also der Lockdown war am 15. März 2020, und wir hatten die Sales-Up-Konferenz, die ich zusammen mit Stefan Heinrich mache, und die mussten wir dann sozusagen physisch streichen, und dann habe ich gesagt, wir machen die jetzt einfach digital. Und dann haben wir innerhalb von 2 Tagen so ein digitales Event aufgezogen. Ich glaube, das liegt einfach daran, weil wir grundsätzlich ganz gutes Netzwerk haben. Und dann kam irgendwann Peter Brandl, mit dem ich auch zusammen in der GSA bin, um die Ecke und sagte: Du, Ralf, ich weiß, dass du das kannst oder ihr das könnt, habt ihr nicht Lust, ein Speaking-Event zu machen, was 12 Stunden dauert? Und irgendwann kamen wir dann auf die verrückte Idee: Komm, jetzt machen wir 24 Stunden. Und in diesem Event selber ging am Anfang wahnsinnig viel schief. Es ging wirklich unglaublich viel schief, die ersten 2 Stunden. Und dann wurde es aber immer besser. Das war im Mai 2020. Und das Interessante war, glaube ich, dass wir ein Team haben, auf das ich mich verlassen hatte. Und so ein bisschen, ich habe ja jahrelang Improvisationstheater gespielt. Ich habe irgendwie 93 mit Impro-Theater angefangen. Und da gibt es so 3 Grundregeln. Ja sagen, Fehler zulassen und im Moment sein. Und so habe ich auch ein paar Sachen geschrieben. Und das ist so die Grundregel dieser Firma. Plus Struktur. Und wir haben einfach gesagt, okay, das Projekt steht jetzt da, wir sagen jetzt einfach mal ja und machen das. Und dann wissen wir, dass irgendwie Sachen schief gehen. In den ersten 2 Stunden ging 2020 echt viel schief. Und dann haben wir gesagt, okay, wir ziehen es jetzt einfach weiter durch. Und was nachher bei unseren Kunden passierte, das war ganz spannend, die sagten dann, okay, da ist so viel schief gelaufen, wir wissen jetzt, bei euch läuft definitiv nichts mehr schief, weil alles, was schief gehen konnte, lief schon schief. Und deswegen war das ganz spannend. Und positiv, Mann, weil du sagst, durchhalten. In den ersten 2 Stunden haben wir schon das eine oder andere, also ein sehr ernsthaftes Gespräch geführt, ob wir es jetzt abbrechen. Aber er sagt, nee, wir ziehen es jetzt einfach durch. Und dann haben wir es radikal durchgezogen. Was war euer Mantra, die 3 Dinge? Die sind mir gerade zu schnell gewesen. Das erste war Ja sagen. Ja sagen. Also genau, wie ist unsere Ja-Kultur? Also wenn irgendwas Neues um die Ecke kommt, was Corona ja gerade war, also wie ist unsere Ja-Kultur sozusagen? Das heißt nicht zu allem Ja und Abend zu sagen, aber zu sagen, okay, das ist eine Veränderung, wie gehe ich jetzt damit um? Das Zweite ist, wie ist unsere Fehlerkultur? Weil wir uns ja permanent in neuen Welten aufhalten. Deswegen passieren uns einfach Fehler. Also das ist, und wie gehen wir mit dem um? Das ist ein ganz großes Thema. Also auch dazu halte ich auch Vorträge. Wie gehen wir mit Fehlern um? Wie definieren wir einen Fehler? Es war dann eine Zeit lang so ein Monster-Buzzword. Fehler, ja, wir müssen alle eine coole Fehlerkultur haben. Für mich ist Fehlerkultur was man eigentlich als Geschäftsführung von oben vorleben muss. Also ich hatte die eine oder andere Veranstaltung, wo die Geschäftsführung sagt, ja, wir machen jetzt eine neue Fehlerkultur, fangt ihr mal an. Und dann, nee, habe ich immer gesagt, nee, es muss die Geschäftsführung anfangen mit Fehlerkultur. Und das dritte Thema, was ich immer hatte, war im Moment sein. Also das kannst du, keine Ahnung, Chancenintelligenz, zu gucken, was wird jetzt gebraucht. Das ist gerade wichtig. Okay. Du hast mal extrem viele Likes und Kommentare gekriegt auf so einen schönen Satz bei LinkedIn, war es, glaube ich. Erinnerst du dich noch? Das war zum Thema Fehlerkultur. Den würde ich hier heute gerne nochmal von dir hören, weil der so dieses Thema Positivität, Zuversicht, Mut, Optimismus so auf den Punkt bringt. Ich weiß nicht, ob das von Ralf Schmidt original war, könnte auch Tucholsky sein oder so. Original von mir. Also der ist, ich glaube nicht, dass der im Original von mir ist, oder der ist nicht im Original von mir. Der Satz heißt, ich habe so viel aus meinen Fehlern gelernt, dass ich darüber nachdenke, noch mehr zu machen. Wunderbar. Also ich glaube, das ist zum Thema Zuversicht, also das wäre die Überschrift wahrscheinlich heute für diese 20 Minuten. Fehlerkultur, aus Fehlern lernen
und natürlich für viele von uns, die in der Szene auch unterwegs sind, Training, Coaching, Beratung, auch zu wissen, ich habe so viele Fehler gemacht, mich kauft der Kunde, weil er weiß, ich habe eine riesen Lernkurve hinter mir. Ne? Weil den Fehler mache ich nicht einmal. Genau. Das Interessante ist natürlich, dass die trotzdem am Anfang scheiße sind. Ich ärgere mich auch drüber. Das ist mal so, wenn du immer so LinkedIn oder Blogbeiträge zu Fehlerkultur, dann wirken die immer alle so easy, locker. Ja, da habe ich einen Fehler gemacht, bin so voll cool. Nein, am Anfang ärgere ich mich wahnsinnig drüber. Ich bin, also mich nervt es und mich ärgert es und ich bin da auch schlecht gelaunt. Und irgendwann entfaltet sich dann die Kraft. Ich formuliere es mal so, weil man immer so hip und cool, wenn ich jetzt manchmal manche Agile-Coaches lese, denke ich mir, ja, komm, wir machen. Ja. Und es ist aber am Anfang, gerade als Unternehmer, nervt sich natürlich, wenn irgendwas schief läuft. Und irgendwann guckst du dann, okay, wie gehen wir jetzt damit um? Was machen wir jetzt damit? Ja. Du bist in der Szene, so habe ich dich auch angekündigt, so Mr. Gute Laune, wie ich finde. Ne? Also von deiner Persönlichkeit her habe ich eine Idee, was so deine Grundmotive sind oder deine Verhaltenspräferenzen, wenn wir so mit Insights Discovery oder anderen Modellen so drauf gucken, gibt es eine Grundidee, dass das Blaue nicht deine Hauptpräferenz ist. Jetzt durfte ich dich neulich live erleben auf der Jahreskonferenz der German Speaker Association und da hattest du eine Keynote, 20 Minuten und du warst eine One-Man-Show, also du warst allein und hattest eine ziemlich aufwendige Präsi vorbereitet auf deinem, ich glaube, da warst du mit Apple und dann hinter der Wiesn Beamer. Also ihr könnt euch vorstellen, keine Ahnung, ich glaube 400-500 Leute an großen Tischen, du alleine vorne und innerhalb von Kollegen, alle Speaker-Kollegen, erwartet man natürlich jetzt so, bam, der Ralf Schmidt. Und dann funktionierte deine Technik komplett nicht. Kannst du dich noch nach in die Situation reinversetzen? Und was ging dir da durch den Kopf? Und wie hast du diese 20 Minuten überlebt? Lass uns da mal teilhaben, dass wir lernen, wenn uns das mal passiert. Also, mehrere Ebenen. Ebene Nummer 1 ist die Jahreskonferenz der German Speaker Association, des deutschsprachigen Rednerverbandes. Also um den Druck ein bisschen zu erhöhen, Markus hat da total recht, da sitzen 400 Kollegen und Kolleginnen, die alle es aus dem FF beherrschen, also die viele sind sehr, sehr gut. Und ich habe die Abschluss-Keynote gehalten zum Thema 2 Schritte vor, 3 zurück, also eine Reflexion, Corona-Rückblick-Speaker-Szene. Und ich bin da der Vizepräsident, deswegen und mein Klicker hat nicht funktioniert. Und so aufwendig, also aufwendig, die war schön, die Präsentation, also die Folien waren mir wichtig, sagen wir mal so. Ich war einfach obergenervt, aber ich weiß letztendlich, kann niemand was dafür, weil ich die Technik-Jungs total kenne und total schätze. Und das Erste, also immer klassisch Fehlerkultur, ich kann mich jetzt über die Technik aufregen, was überhaupt nichts bringt, weil beim Soundcheck hat es perfekt funktioniert. Der zweite Gedanke war, dass ganz viele Leute nachher kamen und sagten, Ralf, das war doch gedruckt. Also das war doch so inszeniert, weil bist ja du, da muss Fehlerkultur passieren. Ich fing an, die ersten 2 Folien gingen und dann gingen sie nicht mehr. Und dann lief ich immer auf dieser Bühne, die 12 Meter breit war, zu meinem Laptop, immer so 6 Meter, klickte die nächste Folie und dann wieder zurück. Und dann wollte ich weiterklicken, ging. Das heißt, ich war immer am Laufen. Und dann habe ich irgendwann das habe ich dann einfach eingebaut, weil sowieso, also Thema, ich nenne es immer, das ist jetzt so Situation, ich konnte sowieso nicht ändern. Also dafür hatte ich dann einfach zu viel Bühnenerfahrung. Also ich habe so meine Optionen im Kopf durchgespielt, also so, ich schreie die Techniker an, falsche Idee. Ich breche die Keynote ab, blöde Idee. Ich ziehe es einfach durch und baue es halt einfach mit ein und bin dann halt immer rüber, habe die nächste Folie geklickt, bin wieder zurück und habe es einfach eingebaut. Und es kamen so viele Leute nachher und sagten, Ralf, das war doch geprobt. Ja, und es haben natürlich alle mit dem Blick, so wie du geguckt, okay, das ist Ralfs Thema, wie geht er jetzt damit um? Ich werde oft noch darauf angesprochen. Ja, auch heute. Das heißt, Akzeptanz, höre ich raus, hat für dich was mit Zuversicht zu tun, die Situation annehmen, wie sie ist. Aber was mir auch imponiert hat, war, ich spreche es an, ich speichere es aus. Ne? Also ich sage, Leute, jetzt funktioniert gerade die Technik nicht. Ne? Ich versuche nicht zu faken oder ich versuche mich nicht zu verstecken, sondern ich sage, hey, hier ist ein Fehler und jetzt geht es darum, wie gehe ich damit um. Ne? Und die Welt bricht nicht zusammen. Okay.
Ralf, ich habe noch zwei Aspekte. Wir haben noch ein paar Minütchen. Das erste ist, du bist viel unterwegs, auch jetzt wieder, ne? Also Hybrid macht ihr immer noch, aber ich sehe dich mal in Hamburg, in München, in Berlin, in Potsdam. Wie managst du deine Kraft? Also wie behältst du deine Kraft oder wie kommst du wieder in deine Kraft, wenn wieder so viel um die Ohren ist? So wie wir viele, die hier zuhören, sitzen im Auto von A nach B, im Zug von A nach B, manche fliegen. Ich fahre viel Bahn, ich bin Bahnfan, bekennender Bahnfan. Ich mag einfach grundsätzlich schon meinen Job. Also ich meine, wir haben als Speaker, keine Ahnung, Moderator, Trainer, einfach grundsätzlich einen echt coolen Job. Ich finde es einen coolen Job. Ich mag den Job, weil du immer wieder auf neue Menschen triffst. Ich mag die Abwechslung, also grundsätzlich gibt mir mein Job Kraft. Dann baue ich mir einfach immer wieder Pause. Also ich treibe relativ viel Sport, also ich gehe Stand-up paddeln rund ums Jahr. Da sehe ich immer Leute in meine Stories. Wir haben einen Hund. Ich bin mal mit unserem Hund spazieren, wenn ich zu Hause bin. Ich baue mir irgendwie immer Lücken und lass es mir dann zwischendrin immer wieder gut gehen. Das ist, glaube ich, was ich mache. Und nicht mehr als und das empfehle ich auch, glaube ich, allen, sich immer wieder Lücken reinzubauen, wo man einfach Sachen macht, auf die man Bock hat, die meistens auch wieder mit meinem Job zu tun haben. Aber ich bin da viel auf Veranstaltungen. Ich bin auf den Petersberger Trainertagen. Die mag ich total. Okay, da bin ich auch beruflich. Das Witzige ist, den Petersberger Trainertage moderiere ich. Aber für mich ist es überhaupt keine Arbeit, weil ich da gern bin. Also ich darf die für Managerseminare und Nicole Buschmann, da treffe ich dich ja auch immer, moderieren. Es macht einfach Spaß und dann trifft man wieder Menschen, so wie hier, und quatscht mit denen und kommt ins Gespräch. Ich mag einfach grundsätzlich, was ich tue. Ich ernähre mich relativ gesund. Ich lasse mich alle 2 Jahre durchchecken. Ich feiere gerne. Ich glaube, es ist der Ausgleich. Formulieren wir es mal so als Ausgleich, Markus. Ja, okay. Also ich höre raus, das Lieben, was man macht, Lücken einbauen und die sinnvoll füllen. Bei dir ist es Sport und Ernährung offensichtlich. Ja, sich so Highlights. Ernährung mal raus, ich glaube, ich ernähre mich doch nicht so gut. Alles klar, gut. Als wir uns vorbereitet haben letzte Woche und ich habe dir ganz viele Begriffe zusortiert, da hast du gesagt, ich bin all das, aber ich bin auf keinen Fall ein Coach. Nee, ich bin kein Coach. Es gibt so viele Coaches draußen. Und trotzdem unterstützt du Menschen mit der Art und Weise, wie du bist, wie du lebst. Aber du hast wahrscheinlich nicht das Setting. Du nimmst nicht Geld, um jemandem 1,5 Stunden vis-à-vis zu sitzen. Jetzt möchte ich trotzdem als letzte Frage hier dich nicht in die Coach-Rolle bringen, aber in die des Tippgebers bringen. Was möchtest du uns mitgeben, um Zuversicht, Optimismus, Mut zu behalten? Also damit durch die Woche, vielleicht aber auch durch das Jahr zu gehen. Hast du ein, zwei Tipps, wo du sagst, das hilft, glaube ich, Menschen? Ich weiß nicht, ob es dir auch hilft. Du kannst ja wahrscheinlich von dir abstrahieren, auch auf andere. Aber was ist so dein Wort zum Sonntag, am Montagmorgen? Oh Gott. Also nochmal ergänzend zu dem, ich bin kein Coach. Ich glaube, es gibt wahnsinnig viele tolle Coaches in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum oder weltweit. Ich habe mir für mich immer gesagt, ich möchte das nicht. Das macht eher meine Gesellschafterkollegin Vaja, also Thema Coaching. Obwohl ich nicht den Beruf des Coaches diskreditieren möchte, sage ich nochmal, ich habe es nur für mich. Es gibt, glaube ich, bessere als mich. Und mein Wort zum Sonntag oder zum Montagmorgen ist, ich bin totaler Fan, einfach weiterzumachen, irgendwie seine Grundidee zu haben, gar nicht den Plan, sondern so eine Grundidee, da will ich hin. Wir stehen irgendwie für unkonventionelle Events und Weiterbildung, unkonventionelle Business-Events und Weiterbildung. Und das ist so unsere Vision, die wir haben. Wir wollen, oder wir machen es ja schon ganz viel mit Firmen, unkonventionelle Business-Weiterbildung, Business-Events machen, unkonventionelle Weiterbildung. Und da will ich hin, darauf habe ich Bock. Und das ist so das Endziel und den Weg dahin zu gehen und gucken, das kommt und das kommt. Also es gibt ja dieses, letztendlich stimmt das Bild ja für alle, die hier selbstständig sind, dass sozusagen, da ist das Ziel und da bin ich jetzt. Und dann sagt man immer, ja, eigentlich eine gerade Linie ist es aber nicht, man biegt permanent ab. Und ich habe so einen Endgedanken, wo ich hin möchte mit unserer Firma, oder wo wir hinwollen. Wir hatten vorletzte Woche Strategie-Meeting und den verfolge ich. Weitermachen. Ich bin Fan von Weitermachen. Okay. Und die Welt ist, auch wenn es Medien, wir waren am Wochenende mit unseren Nachbarn essen,
Und dann kommt wieder dieses typische Wie-Klagen. Und ich finde die Welt gar nicht so schlimm, wie sie manchmal dargestellt wird. Es gibt schon auch viele coole Sachen. Okay, also weitermachen, auch eine Überschrift für heute. Ralf, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mal einen Blick in dein Innerstes uns gegeben hast und ein paar Hinweise, was helfen kann. Danke, Ralf. Danke sehr, an sehr euch. Gerne. Schau, wir waren knapp 90 heute, das ist doch wunderbar. Ich glaube, wird eine gute Woche. Bis dahin, nächsten Montag sehen wir uns wieder, wenn ihr wollt. Ade. Ciao, ciao.